Amerika hat einen Menschen, Senator McCain, nach Kiew geschickt. Der ist dort aufgetreten, als wäre er berechtigt und bevollmächtigt, der Ukraine die NATO-Mitgliedschaft in Aussicht zu stellen, was natürlich überhaupt nicht stimmte. Barr ist sicher, die USA verfolgen in der Ukraine-Politik geostrategische Interessen. Ein gefährliches Spiel. Sie können sich sicher noch erinnern an Walter Ulbricht und seine Fehlleistung, freudsche Fehlleistung. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu bauen. Da wusste er im Juni schon, was im August passieren sollte, natürlich. Ich glaube, dass die gleiche Art von Fehlleistung Obama passiert ist, als er Russland zur Regionalmacht erklärt hat. Da hatte er im Hinterkopf natürlich die Analyse von Brzezinski. Russland ohne die Ukraine ist eine Regionalmacht. Und das ist für Putin nicht hinnehmbar. Ist Deutschland in der NATO nur eine willenlose Marionette der USA? Bei Ihrer Rede in Sydney, Frau Merkel, haben Sie sich ja furchtbar darüber empört, dass es 25 Jahre nach dem Fall der Mauer immer noch altes Denken in Einflusssphären gibt, das das internationale Recht mit Füßen tritt. Wer hätte das für möglich gehalten, wurden Sie zitiert. Also da fragt man sich doch ernsthaft, Frau Merkel, wo leben Sie eigentlich? Und wo haben Sie in den letzten Jahren gelebt? Wo haben Sie gelebt, als die USA das internationale Recht im Irak mit Füßen getreten haben, um ihre Einflusssphäre auf das irakische Öl auszudehnen? Wo waren Sie, als unter Beteiligung Deutschlands das internationale Recht in Afghanistan mit Füßen getreten wurde und wird? Wo waren Sie, als Libyen bombardiert wurde, als die syrische Opposition aufgerüstet wurde, Waffenlieferungen an den IS eingeschlossen? War das alles Ihrer Meinung nach in Übereinstimmung mit dem internationalen Recht? Und selbstverständlich ging es da auch nie um Einflusssphären. Ich darf Ihnen die Lektüre eines Buches empfehlen von Zbigniew Brzezinski, langjähriger Vordenker der US-Außenpolitik. Das Buch aus dem Jahr 1997 trägt den schönen Titel »Die einzige Weltmacht – Amerikas Strategie der Vorherrschaft«. In Bezug auf Europa plädiert Brzezinski dort für eine konsequente NATO-Osterweiterung, zunächst nach Mitteleuropa, dann nach Süden und über die baltischen Republiken und schließlich bis zur Ukraine. Und zwar weil, wie der Autor schlüssig begründet, ich zitiere, mit jeder Ausdehnung automatisch auch die direkte Einflusssphäre der Vereinigten Staaten erweitert wird.
dieses alte Denken in Einflusssphären, was ja sehr erfolgreich umgesetzt wurde, das ist Ihnen wirklich nie aufgefallen, Frau Merkel. Und da gehörten Sie doch zu denen, die genau das weiter umgesetzt und unterstützt haben in Europa. Sie gehörten doch zu den Vasallen, um in der Sprache Brzezinskis zu bleiben, die genau diese Strategie mitgetragen haben. Idealerweise wäre es, man hätte einen Kronzeugen, man hätte jemanden, der mitverantwortlich ist und der mal selbst berichtet, was hier eigentlich vor sich geht. Und Gott sei Dank haben wir so einen Kronzeugen. Ja, das ist Brzezinski. Brzezinski hat in den 90er Jahren ein wunderbares Buch geschrieben, The Grand Chessboard, auch ins Deutsche übersetzt, übrigens als Taschenbuch noch für 160 Euro im Antiquariat erhältlich. Zudem hat Genscher das Vorwort geschrieben, zudem hat Helmut Schmidt gesagt, ein sehr gutes Buch, das man ernst nehmen sollte. Und Brzezinski ist einer der wichtigsten geostrategischen Berater der USA, hat den Kalten Krieg mit organisiert. Und ich glaube, man sollte das, was er sagt, durchaus ernst nehmen. Wenn das nicht stimmt, was denn dann? Und ich möchte heute an der einen oder anderen Stelle gerne mal aus diesem Buch zitieren. Ich glaube, das macht vieles sehr, sehr deutlich, was hier passiert. Und er zeigt diese geostrategische Agenda, die für Europa, für den eurasischen Kontinent besteht, sehr, sehr deutlich auf. So sagt er, dass Amerikas geopolitische Hauptgebiet ist Eurasien, dass sich auf Eurasien ist das Schachbrett, auf dem der Kampf um globale Vorherrschaft auch in Zukunft ausgetragen wird. Ist es von der Schauplatz des Global Play und Amerika, davon hängt es ab, wie Amerika in der Lage sein wird, die wichtigsten geostrategischen Spiele auf diesem eurasischen Schachbrett zu steuern. Er spricht da weiter drüber, dass die Ukraine der Schlüsselstaat dieses eurasischen Kontinents ist, ohne den Russland keine eurasische Großmacht mehr ist, und wie alles dazu geht, diesen eurasischen Kontinent in den amerikanischen Hegemonialbereich zu überführen. Also das ist die große geostrategische Agenda, die nicht meinem Hirn entspringt, sondern Brzezinski. Und bereits 1997 hat Brzezinski geschrieben, dass bis zum Jahr 2015 die Ukraine der NATO beitritt. Das ist also keine Überraschung der heutigen Zeit, sondern schon seit den 90er Jahren eine aktive Agenda, eine aktive Politik. Und deshalb sollten wir heute gar nicht so überrascht tun, was hier plötzlich in der Ukraine passiert. Dass plötzlich die ukrainische Bevölkerung sich wehrt, das ist von langer Hand schon ein Teil dieser Agenda. Alles andere wäre naiv anzunehmen. Noch dazu, wenn ich mir dann anschaue, dass er 1997, wir reden von 1997, gesagt hat, unter den gegenwärtigen Umständen wird die NATO-Osterweiterung bis spätestens 1999 Polen, die Tschechische Republik und Ungarn einbegreifen. Das war dann 1999 tatsächlich auch der Fall. Nach diesem ersten, aber bedeutsamen Schritt dürfte jede Ausdehnung des Bündnisses entweder mit einer Erweiterung der EU zusammenfallen oder einer solchen folgen. In der Zwischenzeit wird die EU Beitrittsverhandlungen mit den baltischen Republiken aufnehmen und auch die NATO wird sich in der Frage der Mitgliedschaft dieser Staaten sowie Rumäniens vorwärts bewegen, deren Beitritt mutmaßlich 2005 abgeschlossen sein dürfte. Wir reden von 1997. Tatsächlich, all diese Staaten haben am 29. März 2004 den NATO-Beitritt erklärt. Irgendwann zwischen 2005 und 2010 sollte die Ukraine für ernsthafte Verhandlungen mit der EU als auch NATO bereit sein. Aber wir haben keine Interessen an der Ukraine, nein. Am allerwichtigsten allerdings, ich zitiere Brzezinski, ist die Ukraine. Da die EU und die NATO sich nach Osten ausdehnen, wird die Ukraine schließlich vor der Wahl stehen, ob sie Teil dieser Organisation werden möchte. Der Westen kann schon jetzt das Jahrzehnt zwischen 2005 und 2015 als Zeitraum für eine sukzessive Eingliederung der Ukraine ins Auge fassen. Trotz seiner Proteste wird sich Russland wahrscheinlich damit abfinden, dass die NATO-Erweiterung mehrere mitteleuropäische Länder einschließt. Im Gegensatz dazu wird es Russland unvergleichlich schwerer fallen, sich mit einem NATO-Beitritt der Ukraine abzufinden. Dann akzeptiert es diese Bindung, dann legt Russland sich damit in seiner Entscheidung fest, selbst Teil von Europa zu werden. Tatsächlich könnte die Beziehung der Ukraine zu Europa der Wendepunkt für Russland selbst sein. Eine Anbindung Russlands in die europäisch-transatlantische Strukturen, Klammer auf, unter dem Hegemon USA, Klammer zu, würde wiederum drei kaukasische Länder, Georgien, Armenien etc. zum Beitritt eröffnen. Also wir reden von 1997, wo das, was bis 2014 passierte, wie eine Blaupause niedergeschrieben ist,